Und wieder ein neuer Teil meiner Videoserie zu Modellbahnen. Diesmal geht's um Epochen. Am Beispiel des fiktiven Bahnhofs Lotte an der Wumme werden die baulichen Entwicklungen seit dem frühen 20. Jahrhundert dargestellt. Gezeigt wird eine Entwicklung auf dem Boden der späteren Bundesrepublik Deutschland. In anderen Regionen mag die Entwicklung durchaus anders ausgesehen haben. Das macht aber nichts. In dem Film soll lediglich aufgezeigt werden, wie sich die technischen Möglichkeiten im Laufe des vergangenen Jahrhunderts entwickelt haben. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage, und macht euch eure eigenen Gedanken. Da meine Filme ja häufig recht lang werden, gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Epoche 1C von 1895 bis 1910. Hier der Zustand des Bahnhofs Lotte an der Wumme im Jahr 1905. Der Bahnhof lag zwar ca. 4 Kilometer von dem 300-Einwohner-Dorf entfernt, aber es war damals nicht unüblich, Streckenverläufe eher nach der Topographie als nach der Lage von Ortschaften auszurichten. Aber die Einwohner der Region hatten Glück. Es gründete sich bald der Lokalbahnverein Lotte. Sein Ziel war es, die lokale Wirtschaft an den Bahnhof Lotte anzuschließen. Natürlich wurden an die Güterzüge der Schmalspurbahn auch immer wieder Personenwaggons angehängt. Dadurch profitierten auch die Reisenden der Staatsbahn von der Lokalbahn Lotte. Da die finanziellen Mittel des Lokalbahnvereins Lotte ziemlich auf Kante genäht waren, erlaubten die anliegenden Gemeinden, die Gleise der Lokalbahn im Straßenplan umzuverlegen. Beim Bau der Lokalbahn im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts war das auch alles kein Problem. Auch im frühen 20. Jahrhundert war das kein Problem. Wie im Plan zu erkennen ist, waren die Straßendecken noch unbefestigt. Entsprechend war auch der Verkehr verhältnismäßig langsam. Speziell im ländlichen Raum dürfte die Eisenbahn das mit Abstand schnellste Verkehrsmittel gewesen sein. Wer den Plan aufmerksam beobachtet, wird sich über die braunen Quadrate in der Nähe von Weichen wundern. Dies sind Schutzhütten für Weichen und Signalwärter. Ebenfalls auffällig ist das rechts etwas abseits stehende Häuschen. Es ist das Toilettenhäuschen des Bahnhofs. Auch zu erkennen sind die drei Gasleuchten auf dem Schüttbahnsteig. Links vom Bahnsteig sind unten der Schrankenposten und oben die Verladerampe zu sehen. Zu erwähnen wäre sonst noch das verhältnismäßig behelfsmäßige Empfangsgebäude der Lokalbahn. Wie genau die Betriebsabläufe in Epoche 1 aussahen, um Weichen und Signale zu stellen, ist mir nicht bekannt. Wenn sich damit jemand besser auskennt, würde es mich sehr freuen, davon was in den Kommentaren zu lesen. Epoche 2a von 1920 bis 1925. Es ist das Jahr 1925. Der Krieg, das Kaiserreich und die Epoche 1 sind vorbei. Es hat sich ein klein wenig was getan, aber nicht allzu viel. Die Lokalbahn ist noch da, aber sie läuft jetzt größtenteils in befestigten Straßen. Allerdings wurden gerade im ländlichen Bereich nur die wichtigsten Straßen befestigt. Aber nach 50 Jahren der Existenz wurde der Bahnhof merklich überholt. Der Bahnhofsvorplatz wurde ebenso befestigt wie der Bahnsteig. Ebenfalls sind neue elektrische Bahnsteiglampen hinzugekommen. Die neuen Flügelsignale werden von dem ebenfalls neuen Stellwerk im Plan links unten bedient. Die nicht mehr benötigten Schutzhütten wurden abgerissen. Gemäß Artikel 89 der Verfassung der Weimarer Republik wurde 1920 die Deutsche Reichsbahn gegründet. In ihr gingen alle Länderbahnen auf. Außerdem wurden ihr die Rechte der Länder übertragen, Privatbahnen zu kaufen. Epoche 2b von 1925 bis 1937. 1935, in der zweiten Hälfte der Epoche 2b, sind sowohl die Weimarer Republik als auch die Lokalbahn Vergangenheit. Streng genommen gilt das auch für die Deutsche Reichsbahn, denn die wurde am 30. August 1924 in die Deutsche Reichsbahngesellschaft umgewandelt. Doch kommen wir nun wieder zurück zu den Veränderungen am Bahnhof Lotte an der Wumme. Einzig das ehemalige Empfangsgebäude erinnert in diesem Bereich noch an die Lokalbahn. Die Reisenden kommen mittlerweile mit Bussen oder mit Fahrrädern zum Bahnhof. Ansonsten hat sich an diesem kleinen Bahnhof in the middle of nowhere nicht wirklich viel getan. Die Epoche 2b ging übrigens von 1925 bis 1937. 1937 wurde die Deutsche Reichsbahngesellschaft wieder zurückverwandelt in die Deutsche Reichsbahn. Damit wurde ein nach wirtschaftlichen Aspekten agierendes Unternehmen wieder zurück in eine Behördenbahn verwandelt. Epoche 2c von 1937 bis 1950. Sprichwörtlich mit der Ruhe vorbei war es allerdings erst in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945. Dass die Amis zu doof waren, Löcher in den Sand zu schießen, haben sie ja schon bei der Landung in der Normandie bewiesen.
Aber auch beim Bahnhof Lotte haben sie nur ein einziges Mal eine militärisch relevante Stelle getroffen. Alles in allem hat der Bahnhof Lotte an der Wumme den Krieg also relativ gut überstanden. Epoche 3a, von 1949 bis 1956. In der Epoche 3a von 1950 bis 1956 ist in Lotte an der Wumme im Prinzip nicht sehr viel passiert. Die Kriegsschäden wurden beseitigt und das Kopfsteinpflaster wurde überasphaltiert. Allerdings war die Asphaltierung nicht besonders sorgfältig und jetzt bröckelt der ganze Kram schon wieder. Für Reisende und Bahnhofspersonal dürfte es allerdings durchaus relevant sein, dass die Toiletten jetzt nicht mehr in einem separaten Gebäude sind, sondern im Empfangsgebäude selbst untergebracht sind. Auch beim Gleisbild hat sich etwas getan. Vor wenigen Jahren wurde die Doppelweiche durch zwei Einzelweichen ersetzt. Epoche 3b von 1956 bis 1970. Die Zeit von 1955 bis 1965 brachte allerdings auch in Lotte an der Wumme ganz erhebliche Veränderungen. Der Bahnhof liegt jetzt nicht mehr mitten auf dem Feld, denn Lotte hat sich mit einem Industriegebiet an den Bahnhof herangeschoben. Ein nicht mehr benötigtes Freiladegleis wurde zugunsten eines Fabrikanschlusses umgelegt. Umgelegt bzw. abgerissen wurde auch der Güterschuppen am Empfangsgebäude. Auch sonst profitiert das Industriegebiet durch die Nähe des Bahnhofs, denn viele Arbeiter kommen mit der Bahn. Wie zu sehen ist, wurde die Asphaltdecke der Straße und des Bahnhofsplatzes erneuert. Außerdem ist die Bahnhofsstraße keine Sackgasse mehr und sie führt weiter in Richtung Industriegebiet. Epoche 4b von 1970 bis 1980. Im Vergleich zu den Veränderungen in Epoche 3a sind die Veränderungen in Epoche 4b verhältnismäßig gering. Der abermals modernisierte Bahnhof hat nun Lichtsignale. Entsprechend sind auch die Seilzüge zwischen Stellwerk und Signalen verschwunden. Durch den Ausbau der Kreisstraße wurde auch der Bahnübergang unten links im Bild modernisiert. Bisher war da ein Bahnübergang mit manuell betätigten Schranken. Jetzt ist da ein unbeschrankter Bahnübergang mit automatischer Blinklichtanlage. Epoche 4c von 1980 bis 1990. Nach den Boomjahren ging es für Lotte wieder etwas abwärts. Etwa zum Ende der sozialliberalen Bundesregierung gab auch das Unternehmen mit Gleisanschluss seinen Standort in Lotte auf. Auch andere Unternehmen zogen sich Schritt für Schritt aus Lotte zurück. So wurde das Gewerbegebiet Ende der 80er Jahre aufgegeben. Epoche 5b von 1994 bis 2000. Da Lotte an einer Bahnstrecke liegt, die ein Regionalzentrum und eine Metropole verbindet, nahm die Bedeutung von Lotte als Park-and-Ride-Station ständig zu. Besonders den Pendlern kam es entgegen, dass die Ortsgüteranlage nun komplett abgebaut wurde. Entstand auch so ein relativ großer Park-and-Ride-Parkplatz. Zur gleichen Zeit ging auch das ehemalige Empfangsgebäude in Privatbesitz über. Seit Mitte der 70er Jahre gehörte Lotte an der Wumme zur gleichnamigen Verbandsgemeinde. Seit dieser Zeit wurde überlegt, drei der fünf Orte mit einer neuen Ortsmitte zu verbinden. Nur das Industriegebiet Lotte an der Wumme lag diesem Plan im Weg. Die zurückgebaute Kreisstraße unten links und der Kreisel am oberen Bildrand sind die ersten Indizien für die Umsetzung dieses Plans. Aber es waren nur die ersten Vorboten einer viel drastischeren Umgestaltung der Gegend. Epoche 5c von 2000 bis 2006. Im Jahr 2005 ist aus dem ehemaligen Bahnhof Lotte an der Wumme der Haltepunkt Lotte an der Wumme geworden. Der neue Bahnsteig ermöglicht einen barrierefreien Zugang zu den Doppelstockwagen, die nun auf der Strecke verkehren. Eine neue Unterführung ermöglicht eine kreuzungsfreie Koexistenz von Straße und Schiene. Aber die sichtbarsten Veränderungen passierten abseits der Bahnanlagen. Die Straßen verlaufen sanfter und irgendwie organischer. Neben diversen Einfamilienhäusern ist auch ein kleiner Biotop am Rand der neuen Mitte entstanden. Im Laufe der letzten 100 Jahre ist also aus dem einstigen Kuhkaff Lotte an der Wumme eine der üblichen Schlafstädte im Speckgürtel von Metropolen entstanden. Besonders wenn man die Situation von 2005 mit der von 1905 vergleicht, wird klar, wie stark sich der Ort verändert hat. Diese Veränderungen werden wohl auch weitergehen und sie werden sich wohl in Zukunft immer stärker beschleunigen. Welche Konsequenzen das für das Modellbahnhobby hat, ist heute noch nicht abzusehen. Über den Überbleibseln der vergangenen Epochen hängen jedenfalls dunkle Gewitterwolken. Wie schon im Film aufgezeigt, werden ehemalige Unterwegsbahnhöfe zunehmend stärker zu Haltepunkten werden. Kommen wir nun zum Fazit der zurückliegenden 10 Minuten. Dieser Film hat, glaube ich, ganz eindrücklich gezeigt, wie stark die Wahl der Modellbahnepoche das Erscheinungsbild der Modellbahn selbst beeinflusst. Das gilt zumindest, wenn man eine Abbildung der Vergangenheit bauen will und nicht bloß ein Fantasiegebilde.
Aus diesem Grund stellen zumindest für mich die Übergangsphasen der einzelnen Epochen die attraktivsten Zeiten dar, die man sich als Modellbanner auswählen kann. Aber das kann natürlich jeder anders sehen. Meine Devise ist, jedem Jack singe Luftballon. So, wieder ist ein Ende des Filmes erreicht. Wem der Film gefallen hat, der kann ein Like oder einen Kommentar dalassen. Wer mehr von diesen Filmen sehen will, der sollte den Kanal abonnieren. Wer über jeden neuen Film von mir benachrichtigt werden will, sollte nach dem Abonnieren auf das Glöckchen klicken. Ansonsten wäre es sehr hilfreich, bei einem Dislike einen Kommentar zu hinterlassen, was genau an dem Film nicht gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal.